So, da wären wir wieder. Ich habe es einigermaßen hinbekommen, jetzt einen Kontaktpunkt mit Duna zu schaffen. Und die Umlaufbahn, die wir zu dem Zeitpunkt haben, also sobald der Kontakt hergestellt wird, müsste auch einigermaßen okay sein. Also jetzt nicht so, dass wir kurz eingefangen werden und gleich wieder ganz weit wegfliegen und tierisch viel Treibstoff einsetzen müssen, um das zu korrigieren. Nee, ich mache jetzt unsere Umlaufbahn um die Sonne so, dass sie ziemlich Duna-ähnlich ist. Und dementsprechend, wenn wir den Kontakt da hinten haben, müsste es wesentlich einfacher sein, eingefangen zu werden und auf eine stabile Umlaufbahn, um Duna zu bekommen. Und diese Triebwerke sind irgendwie tierisch laut. Also ja, für euch nicht, ich werde sie im Nachhinein runterschrauben, aber ja. Gut, 200 Millisekunden noch, das ist machbar. Stage only. Oh, ja, so viel ist das nicht mehr in den Atomtriebwerken. Also mit denen zu landen, ist schon mal Geschichte. Das können wir knicken. So viel toller waren die dann da auch nicht. Gleich ist alle. Schub mal ein bisschen runter. Und aus. So, jetzt, nachdem wir das Manöver gemacht haben, dich auch löschen. Und wir haben da ein Duna-Encounter. Sauber. Also Warp-Faktor Maximum. Und dann gucken wir mal, ob das denn wirklich ein schöner Encounter ist oder nicht. So, da ist Duna, da sind wir. Was ist die lila Linie? Hä? Sun Apoapsis. Warum haben wir eine zweite Linie? Ist das unsere zweite Umdrehung? Bin gerade geringfügig verwirrt, aber passt schon. Also ja, Plan. Wir haben nicht mehr allzu viel Treibstoff in der Stage. Den benutzen wir für eine Umlaufbahn, um Duna zu bekommen. Dann sprengen wir sie ab. Und dann haben wir die ganze Lander-Stage, um mal ordentlich auf Duna zu landen. Weil letztes Mal war ja nicht so wirklich ordentlich mit Fallschirme absprengen und mittlere Stage explodieren lassen und eigentlich nur die Kapsel heil unten angekommen. Ist nicht so schön. Außerdem hat unser Kerbal hier oben dann ein bisschen Gesellschaft. Da können sie zu zweit irgendwas spielen, die nächsten 10 Jahre oder so, bis dann die richtige Rettung kommt. Das Glück hat der Junge auf dem Mond nicht. Also auf dem Mond. Aber gut, wir sollten abbremsen. Bisschen näher ranzoomen. Und ja, das ist ein schönes Fenster. Encounter hier und Rausflugspunkt da. Müsste auf jeden Fall reichen. SAS können wir schon mal. Können wir nicht ausmachen. Oh, warte mal. Strom haben wir aber. Ja, gut. Können wir noch nicht ausmachen wegen zu hohem Warp-Faktor. So, stopp. Was zur Hölle ist das jetzt? Ah, okay. Warp ist ganz runter. So, SAS ist aus. Wir würden jetzt gerne an der Periapsis Manöver Schub geben. Das macht was ganz anderes. Das macht nicht das, was ich will. An der Periapsis Gegenschub geben. Jo, das war's. Okay. Wir würden aber ungern 600 verballern, also machen wir es ein bisschen fein, mit mehr Feinarbeit. Also vor der Periapsis Manöver. Ja, du, das grüne Zipfelchen da. So ganz leicht krümmen. Stopp. Jetzt gehen wir auf die Seite und ziehen es nach innen. Das ist für noch mehr Feinkontrolle. Das ist so. 378, das kriegen wir auf jeden Fall. Das kriegen wir mit Glück noch hin. So, dann hätten wir schon eine stabile Umlaufbahn um Duna selber. Und die können wir dann später noch abändern, dass wir dann von hinten auf Duna rauffallen, so wie sich das gehört. Aber ja, erstmal bis zu dem Punkt. Schon mal richtig ausrichten. Genau hier. Auch wenn wir dafür eigentlich nicht wirklich das Ding da brauchen. Obwohl, warte mal. Ich klicke mal drauf und verschiebe das mal ein wenig. Also ich mache erstmal weniger. Genau so. 368 bräuchten wir so nur. Jetzt verschiebe ich das mal und gucke, ob wir, wenn wir das woanders machen, wir doch noch eine Umlaufbahn bekommen. Nö,
Okay. Hätte ja klappen können, aber Periapsis scheint echt der beste Punkt dafür zu sein. Okay. So, du hast mir genug geholfen. Dankeschön. Jetzt machen wir das frei Schnauze. Weil ich will nicht da zwei Umlaufbahnen angezeigt haben, das verwirrt mich nur. Heißt, wir gehen jetzt auf Gegenkurs. SAS an. Warp-Faktor hoch. Bis kurz vor der Periapsis. Und dann geben wir einfach Schub, solange bis wir eine Umlaufbahn haben. Bisschen mehr Warp. Bisschen weniger Warp. So schaut gut aus. Eine Stunde. 30 Minuten. So, das soll mir reichen. SAS aus. Gegenschub. Das Ding müsste sich jetzt krümmen. Und ich muss unbedingt darauf achten, wo meine Nase hin zeigt. Denn wir haben ja schon öfters gemerkt, wenn ich ganz kurz auf den Kurs gucke und nicht ein halbes Auge hier drauf habe, dann schlackere ich sowas von rum. Das ist nicht mehr feierlich. So, das Ding biegt sich schon mal. Wir sind auf Kurs. SAS, machst du da was? Ja. Nö, nicht wirklich. SAS aus. So, Treibstoff geht ganz schön schnell runter. Aber es sieht gut aus. Es müsste gleich immer schneller sich biegen. Also wir können Schub schon ein bisschen runternehmen. Noch ein bisschen runter, noch ein bisschen runter. Und Umlaufbahn. Sauber. Das heißt, wie machen wir das jetzt am besten? Bis kurz vor die Apoapsis. Also erstmal gucken, wo fliegen wir überhaupt lang. Wir fliegen nach Süden, wollte ich schon sagen, aber das wäre ein bisschen irreführend. Aber ich mache mal so, dass es unten am Monitor ist. Okay, also hätten wir gerne da ein Manöver und würden da gerne auf Gegenkurs gehen. Und würden dann gerne so auf den Planeten fallen. Und diesmal darf ich sogar Planeten sagen, weil es unser erster Planet ist, auf dem wir landen. Also kontrolliert landen, der da unten zählt nicht. Wie viel brauchen wir dafür? 76. Also erstmal speichere ich jetzt ab. Quicksaving, sehr schön. Dann probieren wir das Ganze mal. Das Manöver kann ich auch wieder löschen. Ich weiß jetzt ja, wo ich es machen muss. Warp-Faktor hoch. Und ich probiere jetzt mit den Atomreaktoren, Triebwerksdingern eine Landung hinzubekommen. Und eventuell ist noch ein Fitzelchen drin, um auch noch abzuheben. Wenn wir damit überhaupt abheben können. So, jetzt huschen wir einmal fast rum. Und wenn das nicht klappt, kann ich immer ja noch neu laden, die Atomreaktoren nur benutzen, um die Umlaufbahn zu korrigieren, sie dann absprengen und nur mit der Lander Stage auch wirklich landen. Und man sieht sogar von hier aus Icke rumflitzen. Dieses kleine Pixelchen da. Okay. So, Warp-Faktor hoch. Oh, und Duna selber eiert. Wegen Icke. Icke muss ganz schön schwer sein, wenn die sich gegenseitig so beeinflussen können. Aber gut, hier müsste es eigentlich fast schon reichen. Obwohl. Mal kurz nachkorrigieren. So. Wir sollten es echt näher an Apoapsis machen. Denn das Abbremsen geht ziemlich schnell. Wir haben ja gesehen, wir mussten nur 70 Meter die Sekunde oder so aufwenden. Und wir sind allgemein irre langsam. Also in Relation zu Duna. Wir bewegen uns ja immer noch mit 17.000 Kilometer oder was um die Sonne rum, aber hier um Duna ist das echt Schneckentempo. Das verspricht eine gute Landung, würde ich mal sagen. Bisschen noch. Stopp. Bisschen noch. Stopp. So. Warp-Faktor ganz runter. Oh. Mit den Pfeiltasten kann man die Kamera drehen. Also ja, praktisch. Ja. Genau, nicht ablenken lassen. Ich wollte eigentlich VRST nehmen und auf Gegenkurs gehen. 77 Meter die Sekunde, das ist ja eine Lachnummer. Aber gut. Gucken wir mal, wie schnell wir sind, wenn wir denn von hinten angeflogen kommen. Das Ding hat ja immer noch wesentlich mehr Anziehungskraft als Mon oder Minmis. Dafür bald die Atmosphäre. Gegensteuern. Dafür halt die Atmosphäre. Kann ich eigentlich von hier aus noch Action Groups verteilen? Ich glaube nicht.
Da muss ich mich echt dann beschäftigen. Also, dass ich alle Fallschirme gleichzeitig löse. Ach du Scheiße. Ganz kurz mal. Ja, das ist nicht gut. Die vier Klammern hier werden abgesprengt. Dann starten die Fallschirme. Nee, das muss woanders hin. So, ihr vier. Guck mal da oben hin. Also. Ah doch, das sind die richtigen. Die vier werden abgesprengt. Das Ding wird mit abgesprengt. Fallschirme hätte ich gerne auf einem separaten Knopf. Auf einem separaten Knopf, sagte ich. Da drin. Genau. Also, die vier Tanks werden abgesprengt. Das mittlere Ding wird abgesprengt. Es passiert sonst in der Phase nichts. Nächste Phase ist, wir bremsen ab. Machen dann die Fallschirme an. Landen. Starten und sprengen dann die seitlichen Dinge ab. Okay, kein Wunder, dass letztes Mal so chaotisch war. Okay, jetzt sollten wir langsam echt mal auf Gegenkurs gehen. Mit dem fitzelchen Treibstoff. So. Okay, ein kleines bisschen vielleicht noch. So, ab runter. Was sagt unsere Linie? Unsere Linie ist genau unten. Ja, komm, Schub. Stopp. Ich will doch weiter nach links. Genau. Also fast schon hinter die Apoapsis. So. Jetzt Schub. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Das heißt, wir fliegen in dem Bogen. Ah, okay, 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 okay. Treibstoff sieht noch okay aus. Bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr. Gleich müssten wir Linie haben. Nee, 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 nicht von Ecke einfangen lassen. So. Das heißt, jetzt dürften wir drauf crashen. Warp packt immer höher. Gucken, wie sich die Geschwindigkeit verändert. Und jetzt Relation zur Oberfläche. Hoher Warp-Faktor. Yay, wow. Nicht von Icke treffen lassen, auch wenn das beliebig unwahrscheinlich ist. Und wir landen auf der dunklen Seite. Ist schon mal nicht so toll. Und wir werden langsamer. Warum werden wir langsamer? Wir fallen auf einen Planeten drauf und werden langsamer? Hat das mit dir zu tun? Bin verwirrt. Okay. Werden langsamer, werden langsamer. Oh, 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 oh. So. Da ist Icke. Wir würden gerne von Icke weggucken. Ich glaube, ich speichere jetzt auch nochmal. Quick Saving. So, wir können jetzt hier immer noch die Dinger da wegschießen. Dann müssen wir wenigstens das Ganze hierher kommen. Vorher nicht machen. Okay, so. Geh auf. Yeah. So. Da müssen wir drauf. Okay, Licht ist an. Kurz testen. Ja, Licht war an. Auch wenn es uns nicht so viel bringen wird. Und der Krater, da sieht echt gut aus. Problem. Die Fallschirme. Hier muss eine Stage hin. Da müssen die Fallschirme rein. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal Leertaste drücke, gehen die Fallschirme auf. Und wenn ich dann Leertaste drücke, starten die vier Triebwerke hier, ohne dass die unteren abgesprengt werden. Ach du. Das ist nicht schön.
Also, ganz ruhig. Ganz ruhig. Genauso wie Destet. Der macht das genau richtig.